Federico raus auf Florian Dick. Flanke kommt sehr gut. Das ist das frühe Tor. 1 zu Kassi, Edmond Kaplani. Und jetzt haben wir mal eine Freistoßsituation. Porcello hat einen unglaublich guten Weitschuss, aber diese 40 Meter sind auch für ihn wohl zu viel. Drei Weitschusstore in der Liga, dazu zwei wunderschöne im Pokal in Bochum. Massimilian Porcello. Na, will er vielleicht sogar? Der gibt den Hafer. Und wie! Und wie! Und wie! Massimilian Porcello! Das nächste Mal probiert das mit dem eigenen Abstoß aus der eigenen Hälfte. Das ist ja unglaublich. Kurzen Pfosten und einer soll verlängern. Es ist Adurobe, der Karlsruher, der verlängert. Und Enrico Kern kommt nicht ganz durch. Mit 7 Treffern treffsicherster Mann beim FC Hansa. Oh, ganz elegant, Schober, und das ist das 3-0. Kanel staubt ab. Federico Freis, Kanel. Das die. Porcello. Und Schober. Nach dem Kopfstoß von Giovanni Federico. Das Einzige, was bei den Karlsruhern bislang nicht klappte, war diese Landung des neuen Maskottchens. Ein Wildschwein hat noch keinen Namen. Die Fans des KSC sollen darüber in den nächsten Wochen in den diversen Foren abstimmen. Ja, da ist was dran. Wir spielen heute Schiffe versenken. Rico, Sie machen da weiter, wo Sie in der ersten Hälfte aufgehört haben. Mit Powerfußball. Uiuiuiui, im letzten. Ja, Frank Bagelsdorf. Glaubt er noch an die Wende? Soll die Mannschaft überhaupt so richtig was investieren? Am Freitag geht schon weiter für die Rostocker. Ja, wenn der Anschluss fällt, dann geht hier vielleicht noch was. Enrico Kern. Und das ist das Tor. Das ist das Tor durch Chapuzadeh. Oder war es sogar ein Eigentor? Müssen wir gleich nochmal drauf schauen. War eine kuriose Szene, das war ja schon geklärt. Ich denke fast, dass es Eichner war und nicht Chapuzadeh. Also der Karlsruher. Enrico Kern. Da klärt erstmal Mike Franz und jetzt schauen wir mal. Nee. Es ist der Chapuzadeh. So, erneut Federico mit dem Pass und erst dürfte es gewesen sein. 4-1, Sebastian Freis. Das ist für mich ehrlich gesagt ein Rätsel, was die Rostocker da spielen, wie man den Federico auf der zentralen Position, der spielt jetzt ja in der zweiten Hälfte im Zehnerfeld, also der trägt die 7, aber als klassischer Spielmacher. Und er kann immer wieder, wie auch hier, ungestört den Ball annehmen, schauen und er kann die Pässe doch spielen. Über Abseits brauchen wir nicht diskutieren, das war es 2-3 Meter weit nicht. Und auch Sebastian Freis trifft. Ecke Jelen. Chapuzadeh, Doppelpack des Deutsch-Iraners. Jelen. Cvetkovic, Kern, Enrico Kern. Das war ein guter Pass. Das ist das 4-3. Christian Rahn. Was ist das für ein verrücktes Fußballspiel? Rostock wieder dran. Und seine Mannschaft hat so viel Kondition. Was hat der im Sommer mit denen gearbeitet? 8. Tor in der Schlussviertelstunde in dieser Saison. 2 hier in Karlsruhe. Die waren doch schon tot. Die krabbeln aus der Kiste. Christian. Dieses Spiel, es hat alles gehalten, was wir uns erhofft hatten, im Stillen vielleicht auch erwartet. Die stehen völlig zurecht auf Position 1 und 2. Aber wer steht denn nach diesem Spiel dort? Rostock mit dem Ausgleich. Cvetkovic, der Joker sticht. 4-4. Nach 1-4 aus Gästesicht.
Das gibt natürlich Gelb, aber das ist Đorđe Cvetković, denke ich mal, komplett Schnuppe. Christian Rahn. Lange war von ihm gar nichts zu sehen. Dann macht er das dritte Rostocker Tor und diese Spitzenhereingabe genau auf Cvetković. Porcello, Warnfoul, ja, ja, wurde von zwei Mann angegangen. Und pünktlich wie die Maurer, keine Nachspielzeit, schade. Das Einzige, was ich Thorsten Kienhöfer übel nehme, der hätte hier doch noch 4-5 Minuten spielen lassen können. Das war so ein fantastisches Fußballspiel. Verbeugung an alle Beteiligten, an die beiden Trainer, die die Mannschaften offensiv ins Rennen geschickt haben. Verbeugung vor allem an diese Spieler. 70, 75 Minuten lang der KSC mit einem Offensivfeuerwerk. Aber sie haben vielleicht etwas überzogen.